moin Leute, grüßt euch. Ich bin heute mal in eine Stadt gefahren bei Hannover. Hier befindet sich ein ehemaliger Freizeitpark aus den 70ern. Ist aber inzwischen Privatgelände. Ich habe gerade freundlich gefragt. Und ich darf ein paar Aufnahmen machen. Ja, ich hoffe, dass ich euch ein bisschen was zeigen kann. Heute sind 2 Touren geplant. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ja, dann kommt mal mit. Tja, also da haben wir doch schon so, wie das aussieht. Eine alte Attraktion. Ich habe noch Bilder aus den 70ern gesehen von diesem früheren Freizeitpark. Die sind leider auch mit Copyright geschützt, wie ich gesehen habe. Die kann ich also nicht verwenden. Aber hier ist schon lange Feierabend gewesen. Ja, und da sieht man auch die alten Schriftzüge. Horse Park. Also hier ist wohl schon lange kein. Da ist ein Schwein drin. Das schläft. Das ist ja interessant. Der schnarcht sogar. Das hier sind die Reste einer früheren, so Achterbahn. Ja, ich gebe zu, ich habe mir ein kleines bisschen mehr erhofft. Aber das ist eben so, wenn man auf gut Glück losfährt. Der Park ging irgendwo Ende der Mitte der 80er Pleite. Und seitdem sind natürlich auch schon über 30 Jahre vergangen. Und inzwischen hat hier ein Reiterhof Platz gefunden. Die nutzen da natürlich auch die Liegenschaften für ihre Pferde zum Ausreiten. Jetzt ist vieles abgesperrt. Ich kann nicht überall rein, weil hier Tiere sind. Ja, so, ich bin mal unterwegs. Von Lost Place kann aber keine Rede sein. Denn das hier ist absolut der Active Place, nämlich ein Truppenübungsplatz. Heute allerdings nicht bespielt, wollte ich schon was sagen. Ich werde mal schauen, was ich da so finde. Ich bin schon wegen meiner Mütze von 2 Passanten angesprochen. Oh, wo haben sie die her? Und ist das noch echte russische Ushanka? Nee, das ist ein Nachbau. Aber ich finde es auf jeden Fall klasse.
Yeah.